Wobei ich hier davon ausgehe, dass sie das wollte. Wenn die Tochter in einem anderen Zimmer schläft. Okay, aber doch nicht. Ja, gut, kein Kommentar. Sie hatten nichts, verzeihen Sie meine Neugier, gegen die Freundschaft Ihrer Frau mit Monsieur Redfern? Es war nicht meine Art, das Verhalten meiner Frau zu kritisieren. Keinerlei Protest oder Einwände Ihrerseits? Gewiss nicht. Alles Lüge. Wir haben Sie zanken hören. Sie bestreiten ja wohl nicht, dass Monsieur Redfern Ihre Frau bewunderte. Vermutlich tat er das. Die meisten Männer bewunderten sie. Sie war eine sehr schöne Frau. Aber Sie waren überzeugt, dass nichts weiter an der Sache sei? Ich habe nie darüber nachgedacht. Alles Blödsinn. Hat Ihre Frau ein Testament hinterlassen? Wissen Sie, ich bin mir nicht sicher. Wer waren Ihre Anwälte? Barkett und Applegood, Bedford Square. Die Kanzlei hat sich um all ihre geschäftlichen Angelegenheiten gekümmert. War sie vermögend? Ja, ich sagte Ihnen ja schon, sie war eine erfolgreiche Schauspielerin. Ich würde meinen, ihr Vermögen belief sich auf etwa 50.000 Pfund. Dann würden Sie Ihre Gattin also eine reiche Frau nennen? Kann man wohl sagen. Ja, ich denke, das war sie wohl. Hören Sie, Poirot, kommen Sie nicht ein gutes Stück vom Kern der Sache ab? Hier geht es doch nicht darum, was ich glaube oder nicht. Hier geht es um einen klaren Fall von Mord. Sie sehen das falsch, Captain Marshall. Einen klaren Fall von Mord gibt es nicht. In 9 von 10 Fällen hängt ein Mord mit dem Charakter und den Lebensumständen des Opfers zusammen. Eben weil die Person so war, wie sie war, wurde sie ermordet. Solange wir nicht genau wissen, was für ein Mensch Arlena Marshall war, erhalten wir auch kein klares Bild des Menschen, der sie ermordet hat. Gab es sonst noch etwas? Im Augenblick nicht, vielen Dank. Stöbern Sie nach Herzenslust herum, wenn Sie wollen. Ich brauche frische Luft. Finden wir heraus, wer uns belauscht hat? Nein. Dies ist gewiss von Bedeutung. Haben wir noch Papier? Das ist keine sehr gute Idee. Finden Sie es nicht selbst recht? Dies ist gewiss von Bedeutung. Aber was? Papier kann ich nicht reinlegen. Dann weiß ich es nicht. Dies ist gewiss von Bedeutung. Dann schauen wir mal in Arlena Stewarts Zimmer. Dieses Zimmer gehört der schönen Arlena Stewart, Marshall. Sagen Sie mal, alter Freund, suchen wir hier eigentlich nach etwas Bestimmtem? Das tun wir in der Tat, Hector. Wir suchen das, was sich hier nicht findet. Das ist mir jetzt eine große Hilfe. Sieht aus wie ganz normales Badesalz. Machen Sie doch mal den Deckel auf, Poirot. Das geht nicht, Hastings. Der ist ganz fest zugeschraubt. In der Bürste haben sich rote Haare verfangen. Eindeutig dieser Farbton. Arlena Marshalls allerbestes und teuerstes Parfum. Dasselbe, was wir in der Höhle gefunden haben. Mhm. Unmarkierte Flasche. Okay. Oh. Arlenas. Und das ist fest versiegelt. Okay. Da geht's nach draußen, gehe ich von aus. Aha. Das hier sieht wichtig aus. Ich werde es im Notizbuch aufheben.
Na, und was ist so wichtig daran? Ah, Lena, mein Schatz. Ich bin ja so niedergeschlagen. Ich hatte keine Ahnung, dass ein Mann so verrückt nach einer Frau sein kann, wie ich es nach dir bin. Danke für den Scheck. Das Verfahren wurde daraufhin eingestellt. Es ist noch ganz knapp gut gegangen. Und all das nur, weil ich für dich das große Geld verdienen wollte. Kannst du mir verzeihen, vergiss mich nicht. Aber ich weiß ja, das tust du nicht. Du gehörst für immer mir. Eines Tages werde ich es dir beweisen. Eines Tages, wenn du es am wenigsten erwartest. Stehe ich vor dir. Bis dahin sollst du an mich denken. Dein JN. Haben wir irgendjemanden JN? Nein. Lars by the Ledge. Okay. Schrieb Briefe in seinem Zimmer und Motiv Untreue. Motiv, Alena könnte entdeckt haben, dass sie eine Kollaborateurin ist und ging ihren Pflichten im Hotel nach. Okay, Mr. North. Adresse und Beruf unbekannt, könnte JN sein. Das stimmt. Telegramm, ja, das hätte ich sowieso gemacht. Und verschiedene Substanzen testen. Okay, das kriegen wir hin. Das kommt jetzt mal in mein Notizbuch. Red First Briefe. Liebste Alena, du sagtest, es sei töricht von mir, dir solche Briefe zu schreiben. Aber wie dumm wäre es erst, wenn ich das nicht täte. Außerdem habe ich ja keine Wahl. Ich muss einfach schreiben. Ich muss die Worte fließen lassen. Zu dir. Ob du aus dem Quell meiner Leidenschaft trinken möchtest oder nicht, musst du selbst wissen. Aber die Worte müssen fließen. Bis in den Tod, der deine Pet. Ach du Scheiße. Alena, weißt du überhaupt, was du mir antust? Wenn wir getrennt sind, werde ich fast wahnsinnig. Wenn wir zusammen sind, es brennt in mir wie ein Feuer, das von dir gelöscht werden muss. Bis dieses Feuer erlischt, verbleibe ich dein Pet. Aha. Man könnte das auch in ein E umtauschen. Alena, 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 gestern Abend war ich im Himmel. Ich schwebte wie auf Wolken. Als ich dich auf dem Tanzparkett in meinen Armen hielt, während die Lichter von der verspiegelten Kugel, die über uns hing, in deinem Gesicht leuchteten. Es erinnerte mich an ein flimmerndes Abbild auf der Kinoleinwand, mit der sich Männer zufrieden geben müssen, aber du warst leibhaftig bei mir, für immer dein Pet. Ach ja. Ja, Pet, der Name passt schon zu ihm, finde ich. Also er ist schon so ein schönes Haustier. Ich will noch mal gucken, ob ich hier vielleicht irgendwie auch mit dem Spatel? Ich muss sagen. Sie denken. Da weiß ich's nicht. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Festland. Lauf mal wieder falsch, weiß. Macht aber nichts. Wir kommen ja trotzdem ans Ziel. Hallo? Sie brauchen den Meerestraktor, ja? Ja. Ja, bitte. Bin schon unterwegs. Stimmt es, dass Mrs. Castle U-Boote vor der Küste gesehen hat? Muss wohl so sein, schätze ich. Sie verbringt ja Stunden oben im Turm des Hotels.
Dann steht die Invasion wohl kurz bevor, genau wie Sie es in der Zeitung geschrieben haben. Colonel Weston hat den Zivilschutz in Alarmbereitschaft versetzt. Aha. Können wir mit ihm reden? Ja. Sonst würde er hier stehen. So. Schön, Sie wiederzusehen, Mr. Poirot. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte nur ein paar Dinge zu besprechen. Was können Sie mir von den Aktivitäten der Gäste heute Vormittag berichten? Warten Sie mal. Mr. Lane kam auf dem Meerestraktor herüber. Ziemlich früh, ungefähr um 8, würde ich sagen. Und machte sich zu Fuß auf ins Moor. Er ist immer noch unterwegs. Major Barry hat sein Auto abgeholt. Vielen Dank nochmal fürs Reparieren. Und ist nach Kingsbridge gefahren. Kurz vor 10. Sagen wir mal 10 vor. Mr. Blatt kam vor gar nicht allzu langer Zeit vom Segeln zurück und ist zum Monk's Hood gegangen. Sonst habe ich niemanden kommen oder gehen sehen, außer der Polizei und Dr. Neeston. Colonel Weston ist wieder auf die Polizeiwache zurück, glaube ich. Kennen Sie Mr. North? Den Tagesausflügler mit dem Fernglas? Genau den. Den habe ich heute überhaupt nicht gesehen, aber der kommt zur Not auch alleine über den Damm. War er schon öfter auf Sea Drift Island? In den letzten Monaten immer wieder mal. Kann ich sonst noch was für Sie tun, Mr. Poirot? Das mit Major Barrys Auto haben Sie prima hingekriegt. Haben Sie eine Kurbel für die Winch, mit der man Segel setzt und einholt? Nein, aber ich könnte vermutlich eine für Sie besorgen. Kommen Sie später am Nachmittag nochmal vorbei. Danke. Ja. Danke, Sir. Ich schicke es sofort los. Und an Barkett und Applewood will ich auch schicken? Danke, Sir. Ich werde es umgehend absenden. Was kann ich für Sie tun, Monsieur Poirot? Sie haben von der schrecklichen Tragödie gehört? Sie meinen den Mord an dieser großartigen Schauspielerin Mrs. Marshall? Oh ja. Man hat mich gebeten, den Fall zu untersuchen. Nun, ich bin sicher, Sie klären die Sache ebenso rasch auf, wie Sie meine verschwundene Post gefunden haben. Merci, Madame. Haben Sie heute Morgen Gäste des Hotels gesehen? Ja, Major Barry kam etwa um 9:30 vorbei. Er wollte das Telefon benutzen, erklärte dann aber, zum Telefonieren sei es ihm hier nicht diskret genug und er werde lieber nach Kingsbridge fahren. Was, so frage ich Sie, hätte wohl so privat sein können, dass er von hier aus nicht anrufen wollte? Ich bin ja wohl auf jeden Fall diskret genug. Aber gewiss doch. War sonst noch jemand hier? Ja. Die junge Stieftochter von Mrs. Marshall kam mit einem Rezept für Mrs. Marshall vorbei. Wofür war das Rezept? Ein Beruhigungsmittel. Trional. Wann war Mademoiselle Marshall hier? Ach, das ist noch gar nicht lange her. Kurz bevor ich von dem Mord erfuhr. Moment mal. Da war Alina doch längst tot. In der Tat. Sie brauchte kein Beruhigungsmittel mehr. Ich danke Ihnen, Madame Hughes. Das waren bereits all meine Fragen.